Hallo, liebe Bastelfreunde. Ich habe in meiner kleinen Serie von Strickmännchen einmal weitergemacht und habe diesmal versucht, einen kleinen Reiter zu stricken. Das Schema ist wie immer das gleiche. 28 Maschen aufnehmen, die Stiefel, ich erzähle es diesmal nur ganz kurz und werde das auf eine andere Anleitung verlinken, damit ich nicht immer das gleiche erzählen muss. Nur soweit, ich habe 28 Maschen aufgenommen. Für die Hose, also für die Stiefel, habe ich dann 8 Reihen hochgestrickt, gerade rechts. Für die Hose habe ich nochmal 12 Reihen in weiß. Für den roten Rock, also das rote Jackett, habe ich auch 12 Reihen in rot halt. Dann nochmal 6 Reihen fürs Gesicht und oben eine kleine schwarze Kappe. An diese Kappe habe ich dann nochmal so mit der Stricklade Pi mal Daumen so 2 Reihen rangestrickt und dann mit einer, vielleicht kann man es sehen, eine kleine Krempe und habe dann mit einer Stopfnadel diese nochmal ein paar Mal umnäht. Jo, und dann noch ein kleines, ein bisschen verziert, das bleibt jedem immer selber überlassen, was man machen möchte. Ich habe diesmal Taschen gemacht, ein paar angedeutete Knöpfe und einen kleinen Schlips. Die Reiter tragen ja immer so ein weißes Plastron, nennt man das. Okay, ich werde das also wie gesagt verlinken. Ich schreibe es unten nochmal in die Infobox, wie ich es gemacht habe. Und wie gesagt, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen. Dankeschön.